Ey, die reichen auf keinen Fall, die ganzen, die paar Zäune, die wir hier haben. Okay. Kann man eigentlich jetzt, warte mal, wenn ich jetzt so mache, hier durchgehen? Okay, das geht, dann kann ich schaffe also auch dadurch. Gut zu wissen. Da ist schon wieder alles leer. Dafür können wir auch ein paar Birkenholzpfähle, mein Gott. Birken abholzen und dann daraus halt die Stöcker machen, weil die sind ja. Machst du das? Okay, irgendwas runtergefallen. Die sehen ja echt genauso aus. Und hier, das Feld nebenan, das muss auch noch weg. Weil das ist ja das Wohngebiet hier, kann man ja so sagen. Und Tiere und Felder kommen halt dann ein bisschen weiter weg. Die will ich nicht genau nebenan haben. Ich kurz dort fratzen. Habe ich oben eigentlich einen Ofen, ja, ne? War das. Nee, hier wäre kein Ofen, scheiße. Ich habe ja noch ein bisschen rotes Fleisch, weil ich kalt braten kann. Aber ich glaube, jetzt holt sich erstmal hier ein bisschen von dem Zeug ab. Aber davon einfach mal hier die meisten Bäume rumstehen haben von den Tannen. Da können wir uns ja austoben. Schön mit dem Essen so alles wegschlagen. Weil dann schmeckt es erst ein bisschen besser, wenn man so überall Sand drin hat. Boah, leckt schon wieder. Es sind überall 1000 Wölfe. Ich habe gerade aber auch gar keine Knochen dabei. Wir könnten uns eine richtig fette Armee hier anlegen. Werde ich, glaube ich, auch machen, so ein Gehege mit Hunden drinne. Katzen brauchen wir auch noch. Die verjagen halt die Creeper. Die kann man so vereinzelt auf die Map aufstellen halt. Dann gibt es auch keine Creeper mehr. Das Dumme ist halt nur, wenn du jetzt irgendwie angegriffen wirst. Du bist weiter weg, wirst angegriffen, dann kann es sein, dass die ganzen Hunde dich einfach zu dir hin teleportieren. Und wenn du jetzt mal 100 Hunde hast, mal angenommen, dann ist da ganz viel Trouble. Vor allem dauert es mal dann stundenlang, die alle hinzusetzen, das ist ja auch ziemlich aufwendig dann. So. Und wieder runter. Aber einen Dschungel habe ich ja noch nicht gefunden hier, glaube ich. Ich glaube, ich habe noch nicht einen Dschungel gefunden. Ach Quatsch, doch haben wir doch auf der großen Reise da. Aber da waren wir ewig weit weg, also. So in der Nähe ist leider kein Dschungel. Sieht es mit Katzen auch schlecht aus. Das dürfte erstmal reichen, glaube ich, vom Holz her. Und ich muss endlich mein ganzes Zeug hier alles ablegen, was ich jetzt noch dabei habe. So das ganze Essen und Stroh und ganz anderes Zeug. Weil das einfach die ganzen Slots wegnimmt im Inventory, was wir auf jeden Fall brauchen. Das Feld ist auch noch viel zu klein. Das wird auch noch größer gemacht dann irgendwann. Kann aber schnell mit der Hoi lang gehen. Die ist auch schon weg jetzt. Die gehen auch mal so schnell kaputt, die Hose. Wenn ich alle großen gehe ich einfach mal durch, wieder mit dem Messer. Passt jetzt schon. Gut, Grünzeug. Grünzeug ist hier. Die kommen da rein. Stroh kommt da rein. Sortiere ich jetzt einfach nicht. Habe jetzt keinen Bock, das zu sortieren. Ist auch Grünzeug. Ist. Mehr Leder ist auch nicht wirklich Grünzeug in dem Sinne. Ein Buch ist auch kein Grünzeug und ein Bett sowieso nicht, aber ist halt nicht sortiert. Was soll man da machen? Den mal mit rüber. Das auch. Und die Pfeile kommen in eine andere Kiste rein. Stein. Hier kommt erstmal das Ding rein.
zwar noch Öfen dabei, die kommen jetzt erstmal hier in die Steinkiste rein. Die braucht man nämlich gerade gar nicht. Ach Quatsch. Warum machen wir denn jetzt hier nicht einfach mal die ganzen Säulen, die wir brauchen? So, Stöcker. Stöcker. Ups, Dürfte auf jeden Fall erstmal reichen. Oh Gott, da kann man richtig viele Zäune machen, glaube ich. Zack. Das reicht. Sollte eigentlich. Ich muss aber noch irgendwie Schafe finden. Ich habe ja hier mal ein oder zwei gesehen, aber frag mich nicht wo. Die sind mittlerweile auch schon längst wieder weg. Nein. Boah, fast ins Wasser reingesprungen. Es wäre natürlich fatal gewesen, ne, ins Wasser reinzuspringen. So. Dann geht's hier wieder rein. Hier geht's auch mal okay, hier geht's lang. So, und jetzt kommt der Sand, der direkt zum Einsatz, den wir nicht vorhanden haben. Ist auch geil. Ich denke immer so schön mit. Ist einfach wunderbar, wie ich das immerhin kriege. Da hinten ist wieder ein Wolf. Hier sind richtig viele Wölfe. Aber so richtig viele. Gut, zieht den Zaun erstmal hier lang jetzt. So, hier nochmal ein Stück. Dann geht's hier rüber. Okay, hier geht's dann lang. Ach! Nein! Da steht auch mal was im Weg. Jetzt in dem Fall die Blume. Nein! Und das war wieder völlig falsch. Na, mach schon. Und zu. So, das ist ein schönes Gehege auf jeden Fall. Hier muss noch ein bisschen was wachsen halt. Da werde ich dann noch ein paar Bone Meals drin knallen. So, und die Öffnung. Die Öffnung. Wo man halt reinkommt, das können wir. Ja, wo machen wir das am besten? Hier. Ich werde es, glaube ich, hier vorne machen, aber ich mache es mal so ein bisschen, dass man das halt besser erkennen kann, dass es... Machen wir das am besten. Ziehen wir mal hier einen weiter. Genau, und jetzt hier das Ding rein halt. Zack, wunderbar. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Stroh und dann gehen wir mal auf die Suche nach ein paar Schäfchen. Klauen einfach mal was vom Feld jetzt hier, ist jetzt egal. Sechs Samen, lüp-lüp-lüp, so. Schäfchen, am besten wäre es natürlich, wenn die nicht so weit weg wären. Weil ich habe keinen Bock jetzt hier ewig lang zu laufen überall. Das ist auch sehr gefährlich hier. Wo sind die denn eigentlich? Ich meine, die sind auch überall, oder eigentlich? Die können auch hier im Schneegebiet sein. Hier sind Pigs und Hunde. Schweine brauche ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, die hole ich mir auch nicht. Weil die droppen ja wirklich bloß Fleisch und ich meine, das Fleisch von den Kühen bringt mehr. Okay, du kannst sie reiten, aber... Das habe ich auch noch nie ausprobiert mit dem Reiten. Wirklich noch nie. Das könnten wir auch mal machen. Ach, wo sind sie denn?
Aber Sonne geht schon wieder unter. Eigentlich macht es keinen Sinn, es lang zu laufen hier, weil da sind Schafe. Okay, 2 Schafe habe ich jetzt. 3 habe ich sogar, geil. Hoffentlich werden die jetzt nicht von den Hunden gerissen, das ist natürlich auch blöd. Weil die sind ja überall Hunde, nicht dass die einfach angegriffen werden. Da sind ganz viele Hunde. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt klappt. Ganz ehrlich. Ja, ich wusste es. Tut mir leid, ich muss jetzt killen. Schafe. Die wenigstens 2 Schafe haben, die ich halt vermehren kann. Da sind schon wieder Hunde überall. Gott. Komm schon, schaff, schaff, schaff. Komm bitte mit. Es ist so dunkel. Oh nein. Immer wenn du das wechselst, das Stroh, dann folgen die dir irgendwann nicht mehr. Da musst du mal ewig warten, dass du wieder hinterher rennen. Kann ja was werden. Ich glaube, ich werde gleich erstmal irgendwie einkesseln. Aber dafür habe ich auch zu wenig Holz, zu wenig Material dazu, um jetzt irgendwo einzugraben. Das hatte ich mal mit Hühnern gemacht. Wenn man das so weit weg war, okay, die sind ja schon da eigentlich. Ist ja auch Schwachsinn, das jetzt hier zu machen. Da habe ich einfach mal in so einen kleinen Kasten eingesperrt. Und am nächsten Tag weitergemacht. Weil es ja zu gefährlich ist, wenn da Creeper kommen oder sonst was. Da musst du natürlich immer kämpfen, dann gehen die Hühner weg. Und da ist ein hässlicher Creeper, der uns gesehen hat. Schafe, kommt er? Hallo, hallo, hallo. Nein, komm mit. Bitte, 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 bitte. Und ich hoffe, ihr kommt hier vorbei. Man hat ja aber auch nie seine Ruhe, ey. Das ist ja unglaublich. Nein. Kommt bitte mit. Wir haben es gleich geschafft, das ist nicht mal weit. Jetzt haben sie es wieder. Und hier rein in euer neues Zuhause. Komm schon. Jawohl. Gleich vermehrt und wunderbar. Dann haben wir endlich mal Schafe bekommen. Haben wir Knochen dabei? Nee, haben wir nicht. Jetzt kannst du mal beruhigt schlafen gehen. Gott, das ist scheiße. Das ist scheiße eng hier. Bei denen. Und ich werde die nächsten Gehege auch einfach aus Holz machen, weil das sieht besser aus als dieser Scheiß. Also, nicht scheiß, die Steinwände sind echt übertrieben geil aus, aber die passen halt mehr so zum Gebäudebau und nicht zum Bauen von einem Gehege. Finde ich jetzt zumindest. Ich finde es dann doch irgendwie schöner mit den Holz. Sag ich mal, das sieht einfach geil aus, wenn wir es jetzt von hier aus so sehen. Bloß, wo sind die Schafe? Wo sind die Schafe? Wo sind die Schafe? Hä? Warum werden die nicht angezeigt? Verstehe gerade nicht ganz. Vielleicht sehen wir die erst mal näher rangehen, aber trotzdem, das... Doch, da sind sie ja. Jetzt sehe ich sie auch. Oh, da sind sie noch die XP von dem Creeper. Die sammeln wir mal ein. Kann man die jetzt eigentlich wieder vermehren oder geht das jetzt noch nicht? Gleich mal ausprobieren hier. Oh, haben wir gleich. Ah, fuck. Hab gar nicht genug Stroh dabei. Na, dann hat sich sowieso gleich erledigt. Ich könnte ja mal ein bisschen Holz abholzen gehen. Gott, ey, wir müssen wieder was hinpflanzen hier. Das ist ja alles komplett leer hier gleich.
Nur, das ist ein Creeper. Zack. Brauchst gar nicht zischen, Freundchen. Dann kann man wenigstens schon mal hier die, den Ansatz bauen für die Flügel und dann halt später, wenn wir genug Wolle haben, das einfach ranklatschen. Zumindest das Dach, das wird nochmal eine richtige Herausforderung, glaube ich, das Dach. Das ist nämlich gar nicht mal so einfach, weil ich gerade nicht weiß, wie ich da anfangen soll. Ist auch geil, die Äste von den Bäumen immer, einfach nur so ein dicker Klotz. Wenn wir dann irgendwann genug Diamanten da abgebaut haben mit Glück, ne, dann können wir dann daraus uns auch eine Rüstung bauen und die dann auch verzaubern, dass wir halt richtig krass ausgerüstet sind. Wir können so die ganze Zeit immer mit normaler Rüstung rumlaufen, wenn wir bauen. Da brauchen wir nichts Besonderes, aber wenn wir dann halt auf die Höhlen, eine Höhlentour gehen und so ein Zeug, dann nehme ich dann auf jeden Fall die dicke Rüstung mit. Die verzauberte. Da habe ich immer noch ein Schwert mit Rückstoß. Und mit Schärfe. Dass man die halt alle ganz schnell killen kann, die ganzen Monster. Ich glaube, da kann man mit der höchsten Schärfe kannst du einfach mal einen Creeper mit einem Schlag, glaube ich, killen. Ein oder zwei Schläge. Das ist dann schon echt cool. Ich dachte gerade, da wären Endermänner, was war denn eine Kuh? Kann man ja mal verwechseln. So, die Endermänner und Kühe, die sind ja eigentlich genau gleich aus, also. Ist ja dieselbe Rasse. Überlegen, das Dach, aus was wir das machen jetzt, aus welchem Material? Aber das wird echt eine krasse Herausforderung. Ich habe wirklich keinen Plan, wie ich das machen soll. Vorher muss ich ständig mal wieder runtergehen, um mir das anzugucken, halt, wie es von Weitem aussieht. Ich möchte dann schon irgendwie so eine Art Pyramidendach haben. Also nicht Pyramidendach. Ich möchte auf der einen Seite halt glatt haben. Und auf der anderen halt schräg runter wie so ein V, kann man sich das vorstellen. Oh, egal. Holken jetzt weg. Ich klatsch mal wieder weit hin hier. Muss sein. Einen schönen Park legen wir uns dann noch an. So schön mit Wegen. Und die Wege möchte ich auch so ein bisschen wie so ein Trampelpfad eher machen. Nicht so ein dicker, hingekleisterter Weg. Ganz gerade, symmetrisch. Sondern so ein bisschen versetzt auch manchmal. Und alles so ein bisschen natürlicher wirken lassen. It's all about the Optik. The Optik. Voll die crazy Musik gerade. Okay. Köchen wir die Spinne unter uns? Das wäre in diesem komischen Raum. Ich hab den heute irgendwann mal komplett weggemacht und gerade anders hin. Oder das wird einfach nur so ein Raum für Tintenfische. Wieso ist dann schwarze Schaf? Ach, okay, es ist. Das kann sich durch den Boden durchglitschen, natürlich. Jawohl. Vier Schäfchen. So. Ich glaube, vielleicht alles aus den Holzplanken machen. Also das Dach zumindest. Ich mache ein rundes Dach. Irgendwie. Ey, das ist echt nicht einfach. Das ist echt nicht einfach. Vielleicht ein bisschen Stein könnte auch reinkommen. Okay, wir haben noch ein bisschen Stonebricks dabei, die kommen dann irgendwie rein. Brauchen jetzt bloß ein bisschen mehr Sand, also Dreck. Den baue ich jetzt mal schnell ab hier.
Und die Hunde kommen immer näher zu meinem Grundstück.